Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe im letzten Video angekündigt, dass ein neues Q&A-Video folgen wird. Jetzt zum Jahresende, heute am 30. Dezember, ist der perfekte Zeitpunkt für mich gekommen, dieses Video jetzt online zu stellen. Die erste Frage ist das, und ich denke, damit ist YouTube bzw. Instagram gemeint, mein Hauptberuf. Und das Ganze fließt ein bisschen in die nächste Frage ein, die lautet, studierst du? Also ich bin momentan in meinem Masterstudiengang Wirtschaftsrecht an der Hochschule Mainz. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Daneben bin ich als beliebter Content Creator unterwegs. Das heißt, ich erstelle Content für YouTube, Instagram, TikTok und alles, was dazugehört. Ja, solltet ihr mich und meinen Opa noch nicht kennen, mein Opa ist ein altes Hypebeast, er trägt jugendliche gehypte Klamotten und ich mache regelmäßig Bilder von ihm, Videos für TikTok oder auch manchmal ist er hier in den YouTube-Videos. Wir verdienen damit Geld, keine Frage, nichtsdestotrotz ist das etwas, was parallel zu meinem Masterstudium läuft und von daher ist es irgendwo schon mein Hauptberuf, wenn es ums Geldverdienen geht, aber nicht meine Haupttätigkeit oder Hauptbeschäftigung in dem Sinne. Wie viele Schuhe hast du insgesamt? Das ist eine sehr gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Also ihr seht in meinen Videos im Hintergrund meistens die Highlights meiner Schuhsammlung. Um ehrlich zu sein, trage ich davon aber regelmäßig relativ wenige Paare, hauptsächlich andere Schuhe, Skateschuhe, beziehungsweise Schuhe, die weniger Wert haben. Also, so klassische Vans oder so trage ich da schon lieber und davon habe ich auch einige Schuhe, die eben nicht hier im Schrank stehen. Von daher, wenn ich es schätzen müsste, würde ich, weiß ich nicht, grob auf 40, 50 Paar gehen, wobei das, um auch wieder ehrlich zu euch zu sein, schon eigentlich viel zu viel ist und so viele Schuhe braucht man nicht, wenn man im Endeffekt eh dieselben Schuhe immer trägt. Was auch zur nächsten Frage führt, wenn du nur einen Schuh in deiner Freizeit tragen dürftest, welcher wäre das? Und da fällt mir die Antwort tatsächlich sehr leicht, das wäre ein Vans Slip-on Pro, idealerweise ganz klassisch schwarz-weißes Colorway. Ein Schuh, der immer geht, ein Schuh, der auch wirklich jedes Outfit für jeden Anlass getragen werden kann und bei dem ich mich auch nicht sorgen muss, dass er kaputt geht, dass er dreckig wird, dass was auch immer damit ist, kann einfach easy angeschnallt werden und los geht's. Also Vans Slip-on Pro, Klassiker und für meist um die 50, 60 Euro zu haben, auch perfekt zum Skaten. Also wie gesagt, ein Schuh für jeden Anlass. Seit wann skatest du und wie bist du darauf gekommen? Mich haben tatsächlich auf Instagram relativ viele Leute gefragt, wann ich angefangen habe zu skaten und grundsätzliche Fragen zum Skaten. Ich bin mir nicht ganz so sicher, seit wann ich skate. Ich glaube, es hat mit 11 oder 12 so richtig angefangen. Und mit so richtig meine ich, dass ich mich mit der Materie ein bisschen auseinandergesetzt habe, dass ich versucht habe, sicher auf dem Board zu stehen, ein bisschen Ollies zu üben. Ja, um die 10 Jahre sind es jetzt. Wie ich darauf gekommen bin, ich denke, jeder Jugendliche oder jedes Kind hatte irgendwann so eine kleine Skate-Phase oder zumindest eine Skateboard-Phase. Das hatte ich damals auch. Ich wollte unbedingt als kleines Kind ein Skateboard haben, bin dann vielleicht 2-3 Mal damit gefahren oder habe einfach nur drauf gestanden. Irgendwann kam dann Tony Hawk's Project 8 raus. Ich hatte davor auf der PlayStation 2 Tony Hawk's Underground und halt so die Klassiker gespielt. Dann kam Tony Hawk's Project 8 für die PS3 raus und das hat dann meine Skate-Leidenschaft so richtig entfacht. Ich dachte mir, das, was ich da auf der PlayStation mache, kann man doch bestimmt auch in der Realität umsetzen. War dann im Endeffekt nicht so einfach wie gedacht. Nichtsdestotrotz bin ich glücklicherweise und das auch dank toller Skate-Freunde, Skate-Bekanntschaften, Skate-Kumpels, bin ich da dran geblieben. Seitdem skate ich regelmäßig, jetzt natürlich im Winter weniger als im Sommer. Aber es ist somit eine meiner größten Konstanten im Leben, das Skateboarding.
Und ja, nach wie vor macht es mir weiterhin super viel Spaß. Es ist eine wunderbare Beschäftigung, sportlich, körperlich, geistig. Trägt Grams diesen Style, den er auf Fotos oder in Videos trägt, auch im Alltag? Zum Beispiel beim Einkaufen, würde mich über eine Antwort freuen. Ja, Opa trägt den Style privat, natürlich nicht immer in dem Umfang, wie es auf Instagram zum Beispiel sichtbar ist. Also, er ist nicht immer ein hundertprozentiges Hypebeast, er trägt aber die ganzen Schuhe, die ganzen Klamotten in seinen Outfits dann eben. Also, wenn ihr meinen Opa auf der Straße seht, dann erkennt ihr ihn und er hat auch wirklich Spaß dabei, ihm gefällt der Style. Sonst würde er das jetzt auch mit mir nicht schon fast 4 Jahre machen, oder? 3 Jahre? Ich glaube, Dezember 2016, Weihnachten 2016 haben wir das erste Bild aufgenommen. Das ist jetzt 4 Jahre her und wenn er da keinen Spaß dran hätte oder die Klamotten nicht selbst cool fände, dann hätte er es wahrscheinlich auch so lange nicht mitgemacht. Meinung deutsche Brands, Peso, 6PM etc. Ich kenne Ashraf persönlich, mein Opa hat auch schon für 6PM gemodelt. Justin kenne ich nur über Instagram. Nichtsdestotrotz, beide, also ich beziehe mich jetzt explizit auf Justin und Ashraf, beide sind super, super nette Menschen. Ashraf im echten Leben, super korrekter Dude. Justin auf Instagram, auch mega korrekt. Für meinen persönlichen Stil sind beide Marken nichts in dem Sinne, dass ich etwas kaufen würde und das dann auch trage. Ich bewundere beide sehr, was sie in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. Das ist wirklich absolut, also es ist brutal, was da auf die Beine gestellt wurde. Wie viele Stückzahlen die beiden verkaufen und was für eine super coole Community beide haben. Und dann auf persönlicher Ebene so korrekt zu bleiben, ist wirklich, wirklich eine super Sache. Von daher, ich gönne beiden auf jeden Fall ihren extrem, extrem, extrem krassen Erfolg und hoffe, dass es weiterhin so gut für beide läuft. Respect the Hustle. Gibt es noch ein Urlaubsziel, wo du gerne mit deinem Grams hinreisen wollen würdest? Es gibt mehrere Ziele, die Grams und ich noch auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall die USA. Wir waren bisher nur einmal in Detroit zusammen. New York, LA und die ganze Chose steht da auf jeden Fall auch noch auf dem Programm. Ansonsten würde ich sehr gerne mit meinem Opa mal nach Japan, China, Südkorea oder wohin auch immer. Also ja, irgendwas, was weiter weg ist, wo die Kultur halt nochmal ein ganzes Stück anders ist, aber wo die Fashion-Kultur auch eben sehr ausgeprägt ist. Ansonsten, wenn es nach meinem Opa ginge, wäre natürlich sehr viel Urlaub in wunderbaren Sommerurlaubsreisezielen. Aber ja, ich habe da so ein paar Dinge, vor allem New York. Also New York wünschen sich meine Oma vor allem und mein Opa will da auch auf jeden Fall mal hin. Und ich hoffe, dass sich das mit Corona jetzt alles langsam ein bisschen beruhigt und dass man dann in den kommenden Jahren noch ein paar dieser Urlaubsziele von der Liste streichen kann. Wie läuft mit der Liebe? Mit der Liebe läuft es wunderbar. Ich bin jetzt seit über 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Es könnte nicht besser sein. Ja, wunderbar, wunderbares Girl, mit der ich sehr viel Zeit und sehr viel Spaß, mit der ich sehr viel Zeit verbringe und sehr viel Spaß habe. So. Ich könnte mir keine bessere Freundin vorstellen, von daher danke für die Frage, mit der Liebe läuft es ganz wunderbar. Kommen wir zu einer Frage, die mir sehr häufig schon gestellt wurde, beziehungsweise immer noch gestellt wird und das hauptsächlich bei YouTube-Videos. Fragen dich viele Leute, ob du schwul bist, beziehungsweise findest du es manchmal unangenehm, in der Öffentlichkeit Nagellack zu tragen? Finde es persönlich voll nice und mache es auch ab und zu. Das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Ja, wegen Personen wie hier, dass du dir die Fingernägel lackierst. Ich würde mich für meinen Sohn schämen. Ich lackiere mir häufiger mal die Fingernägel. Alle Finger, meistens schwarz, weiß oder jetzt abwechslungsreich mal blau. Also ich lackiere mir die Fingernägel einfach, weil ich es cool finde. Ich mag den Look, das macht die Outfits, kann eben, je nachdem welche Farbe man wählt, kann es die Outfits noch mal ein bisschen besonderer machen, macht den Look ein bisschen edgier. Ob ich mich damit unwohl fühle, ich habe mich am Anfang etwas unwohl gefühlt, gerade wegen solcher Kommentare. Aber ich meine im Endeffekt, es ist Farbe auf Fingernägeln. Und wer da irgendwas reininterpretiert, was gar nicht ist, das ist ja nicht mein Problem in dem Sinne. Natürlich, wenn ich hier durch Mainz laufe oder irgendwo einkaufen bin, dann gucken die Leute teilweise auf die Nägel. Aber mein Gott, wenn die zu Hause ankommen, haben sie es eh schon wieder vergessen. Von daher, es sind nur Nägel.
Es ist nur eine Farbe. Wenn euch irgendwas gefällt, dann lasst euch von der nicht immer ganz so kompetenten Meinung anderer da irgendwie runterziehen oder verunsichern. Also versucht euer Ding zu machen, steht über der Meinung anderer, weil at the end of the day alles was zählt ist, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr mit einem guten Gewissen Sachen tragen könnt, dass ihr, wenn ihr nach Hause kommt, wenn ihr euch abends schlafen legt, mit einem guten Gefühl einschlaft und wisst, dass ihr das macht, was euch wichtig ist, was ihr für richtig haltet, was euch gefällt. Alles andere sind unwichtige Meinungen von Leuten, die meistens eh eine so geringe Gehirnkapazität haben, dass sie es nie verstehen würden. Von daher, liebe Grüße auch von meinem Papa, der immer noch und weiterhin sehr stolz auf mich ist. Und lieber Marvin Lee, ich hoffe für dich, dass du einen Sohn bekommst, der anders tickt als du. Und dass du anfängst, auch andere Meinungen, andere Geschmäcker zu akzeptieren und deinen persönlichen Seelenfrieden zu finden. In diesem Sinne, ich bedanke mich für ein wunderbares Jahr 2020 bei euch, vor allem im Hinblick auf die YouTube-Videos. Wenn es irgendwas gibt, was ihr im Jahr 2021 von mir, von meinem Opa, von uns beiden gemeinsam sehen wollt, dann lasst es mich ganz gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbar guten Rutsch, ein schönes Ende des Jahres 2020. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Ciao.